Willkommen, Kyle Katarn. Willkommen in der Zukunft. Deine Zukunft sieht ziemlich düster aus, Desan. Ganz im Gegenteil. Dank dir werden die schwächlichen Jedi-Ritter, die mich verachtet haben, bald aus der Geschichte ausgelöscht und durch eine neue Rasse starker Krieger ersetzt worden sein. Starke Krieger. Krieger, die verstehen, dass die Macht kein Schild zum Schutz der Nutzlosen, sondern eine Waffe zur Stärkung der Würdigen ist. Nichts davon wird geschehen, Desan. Die meisten deiner Schattentruppen sind durch echte Jedi-Ritter, die gelehrt wurden, die Macht zu gebrauchen, verstärkt worden. Die anderen sind mit ihrem Schiff in die Luft gegangen. Was für eine erbärmliche List. Desan und Fayar. Admiral? Admiral! Admiral Fayar, ich befehle Ihnen, sich auf der Stelle zu melden. Ich habe mich in dir getäuscht, Katarn. Dein Versagen als Jedi-Ritter hat dich nicht geschwächt. Es hat dich noch stärker gemacht. Schließ dich mir an. Du weißt doch genau, dass du niemals einer von denen sein wirst. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber jedenfalls weiß ich, dass ich nicht allein sein werde. Was ist mit dir, Desan? Sogar jetzt, nach all dem Schmerz, ist es noch nicht zu spät. Schließ dich uns an. Du schwacher Narr. Die Macht wird dich an mich verraten. Jan. Eines Tages musst du mir beibringen, wie man das macht. Danke, dass du dich um die Ravens Claw gekümmert hast. Das war wohl das Mindeste, was ich für ein Söldnerpaar tun konnte, das dabei geholfen hat, die Akademie der Jedi zu retten. Ich weiß, dass ihr das nicht zum ersten Mal hört, aber die neue Republik steht wohl für immer in eurer Schuld. Du hättest dir denken können, dass man einen gescheiterten Jedi dazu braucht, einen anderen gescheiterten Jedi zu besiegen. Kyle, du bist nicht gescheitert. Luke, Ich weiß. Ich würde dein Lichtschwert sehr gern für dich aufbewahren. Nein, ich denke, dass ich es behalten werde. Ha, wusste ich es doch. Lando schuldet mir 5 Credits. Bist du sicher, dass du das wirklich willst, Kyle? Ich sage ja nicht, dass ich bereit bin, der Akademie beizutreten oder so. Ich meine, bevor ich irgendetwas tue, sollten Jan und ich wohl erstmal einen langen Urlaub an den Stränden von Spira machen. Und danach? Danach sehen wir weiter. Ja. Lass dir Zeit, Kyle. Wir werden immer noch hier sein, wenn du bereit bist. Danke. Und möge die Macht mit dir sein, Luke.